Hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Goldene Edition. So, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, den Orden geholt. Ja, jetzt könnten wir eigentlich weiterrennen, aber ich bin noch nicht ganz fertig hier in der Stadt. Radiotower brauchen wir nicht, aber wir haben in der, glaube ich, der vorletzten Folge, glaube ich, sind wir ganz kurz zum Eingang des Untergrunds gegangen. Ja, den will ich heute mal angucken. So. Da unten gibt es Geschäfte, aber da unten sind auch Trainer. Ich traue mich nicht hinunter. Ja, die Geschäfte haben auch immer nach, glaube ich, verschiedenen Tagen und sowas offen, also verschiedene Tageszeiten und sowas einfach. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémon zu mobeln. Ja, ein sehr böser Hardcore-Junge. Stell dir Raymond oder Ramon, der Ramon, der Ramon müsste richtig sein. So, hier ist es pink anstatt lila, oder soll lila sein, keine Ahnung. So, ja, man sieht, ich habe bisschen gelevelt. Auch ein paar Pokémon sind schon Level 20. Egal, Eggman kann nur Metronom einsetzen. Und das jetzt. Fuck. Also Metronom imitiert irgendeine Waffe. Ich weiß nicht, ob es aus dem Team ist oder alle. Ich denke mal, es sind alle Attacken, die es gibt. Und es ist einfach durch Zufall. So, Eggman wird es drauf, Alter. Weil ich weiß noch nicht, ob irgendein Pokémon Duplex sieht von mir kann. Egal, Metronom. Mal sehen, wenn irgendwie Flammenwurf kommt, dann kann es ja gar nicht von mir sein. Surfer, ja gut, das ist jede Attacke. Also sieht man wie Surfer aussieht schon mal. Gut, macht nicht viel Schaden, aber egal, das reicht, das können wir jetzt Pokémon wechseln. Hier sieht man schon, Rebellus auch gleich bei Level Up, Stony ist Level 20, Robo noch Level 11, Sunny Level 18 und Wiesel Level 21. Aber Rebellus will ich mal nehmen. Ich weiß noch gar nicht, was er jetzt effektiv ist, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also setze ich mal Slam ein. Das heißt, setze eh nur Härten ein. Okay, nicht nur Härten, also es kann auch andere Attacken aus der Härte. Ich verstehe, warum meine Attacke immer daneben geht. Das ist ja wie mit Steinwurf aus Pokémon Blau. Der auch immer nur daneben. Das trifft es hier fast immer. Ah, ein Volltreffer, gut. So, ist das letzte ist noch mit. Ach, ich nachher eine, da müsste es besiegt sein. Hoffe ich mal. Ja, bin gerade aus der Schule, also noch etwas. Naja, erschöpft. Schleim mal noch eins. Ja, wechseln wir mal zu Sunny. So, nächste Woche ist es endlich soweit. Klassenfahrt, habe ich ja glaube ich auch schon gesagt. Da werde ich mal gucken, ob ich da Pokémon hochladen kann. Probier's mal irgendwie mit hier vorabladen und also mit vorab hochladen und dann auf Planung stellen. Aber ich kann es nicht versprechen, ob ich das mache. Ich wollte eigentlich, als ich in den Ferien war, auch machen. Aber naja. Ich hab's ja doch nicht so hingekriegt. Ja. Ich hab's auch nicht hingekriegt und weiter nachts halt auch keine Lust hatte, weil ich dann so viel machen musste. Naja. Also ab und zu sind die halt Geschäfte. Und in Minsk können wir auch in die Spielhalle gehen. So ein paar Tage sind die Geschäfte, die ein Pokémon schöner machen, wie der zum Beispiel. Willkommen im Pokémon Salon. Ich bin der jüngere und preiswertere der beiden Coiffure-Brüder. Ich hoffe, das heißt so. Ich verschönere deine Pokémon für nur 300. Ja, natürlich. Und dadurch, glaube ich, wird die Freundschaft höher. Bitte schön, fertig. Sunny ist entzückt. Dann sind wir es auch. Hier lang. Okay, da ist noch ein Trainer. Beschränkst du dich beim Kämpfen auf einen Typ? Wenn du die Stärke deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Ja. Noch ein Streber. Er schlägt Magnetilo. Magnetilo ist ein Elektro-Pokémon. Ich weiß nicht, ob es hier schon Metall oder. Ich weiß nicht, was Metall oder Eisen. Ne, Stahl war es. Ob es das hier schon gab, das weiß ich nicht. Ja, das ist wieder Metronom ein, das anders kann das noch nicht. Okay. Der Angriff steigt, das ist gut. Ist das kein Volltreffer, ich muss es überleben. Ja, tut das. Nochmal Metronom. Klammergriff.
schicken das aber einmal weg. So. So, Stony nehmen wir. Guck mal, da sind wir magnetisiert, sind wir jetzt auch schon die roten und blauen Farben da jetzt. Also auch drei Farben wie bei jedem Pokémon. Oder vier, wenn man das Weiße mitrechnet noch. So, Steinwurf, weil Identität wirkt nicht, weil das Pokémon ja fliegt. Das ist eine sehr große Grafikverbesserung von den Game Boy auf Game Boy Color. So, Erdmann reicht Level 11. Dann kommt Magnetilo. Wir lassen erstmal Stony, können wir mal durch. Vielleicht beim letzten wechseln wir nochmal. Was werden wir das denn? One Hit. Bello will ich da jetzt nicht einsetzen. Weil halt Elektro sehr effektiv gegen Wasser ist. Und jetzt den Raub mal einsetzen. So, Konfusion. Ich muss mal eigentlich mal die Typen irgendwie merken, was und was nicht effektiv ist. Das ist wahrscheinlich nicht effektiv. Und das weiß ich jetzt nicht. Elektro-effektiv. Ja, ist es. Also wechseln wir. Erstmal mal so etwas teilnehmen, so nehmen wir mal Wiesel. Okay, Wiesel setzt nochmal gut zu kippen. Ja, es kann nur Kratzvogel, das ist halt Kratze ganz oft hintereinander. Ich liebe Kratzvogel einsetzen sollen. Egal, dafür haben wir zuerst angegriffen. Und das war's. Und Rauber, ich habe jetzt 12. Ich glaube, ich müsste irgendwas lernen, oder? Auch wieder nicht. Nö, dann lernt es halt keine neue Attacken. Ich war eigentlich, bis jetzt Giftpuder und so lernt. Und da sieht man eigentlich jetzt das Rot oben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es in der letzten Episode war. Ich meine, in der letzten Edition, also blau, weiß nicht, ob es da gelb war oder braun. Weiß ich es gerade nicht mehr. Na egal. Der Ralf wurde nun besiegt. Oh, oh, oh. Ja, sag ich auch. So, wir wissen, was da hinten nochmal ist. Bis hierher und nicht weiter. Die Tür ist verschlossen. Okay, dann kommen wir da nicht rein. Eggman wurde besiegt. Dann müssen wir eh nochmal zum Pokémon Center. Cool. Das können wir schnell machen. Ja, dann lassen wir Rebello wieder. So, und los. Da wird erst einmal durch den Gang gekämpft. Ich glaube, du besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Ja. Er zwingt uns förmlich, sie zu zeigen. Also machen wir ihn fertig. Ein Pokémaniac Shoya. Und das Fleckmons. So wie auch in der letzten. In der letzten Edition. Ja, ich rede sehr viel über meine letzte Edition. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, Pokémon Blau. Ich habe eine Playlist darüber. Müsst ihr mit Gold auch mal machen. Also auf meinem Kanal könnt ihr gucken. Erstmal meine Eigenwerbung mache ich jetzt. Wenn es geht, probiere ich später auch die Pokémon irgendwie rüber zu tauschen, also ein paar, wenn ich so auf dem Level bin. Also ich so ein Lurak oder so. Könnte ich dann irgendwie dann züchten. Wenn Ditto ist, ich habe ja noch ein Ditto gefangen. Und dann hätte ich nämlich ein Lumanda. Plus die geerbten Attacken, wenn das schon geht. Und dann hat es glaube ich schon Flammenwurf vielleicht. Schlitzer wäre ganz gut. Noch ein Fleckmon. Wechseln wir mal. So, jetzt kann aber Sunny wieder ran. Also Glumanda und Igelava wäre ja nicht ganz gut eigentlich zusammen. Und ich könnte mir auch einen Sinsala machen. Denn hier in der Nähe gibt es nämlich auch Abwas. Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich mal probieren, ein neues Team zu machen. Ich will so auf mein altes zurückzugehen. Ja, muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Nur ein paar neue Pokémon habe ich ja und ein paar alte. Nein, ich habe nicht mal Flug-Pokémon, glaube ich. Muss ich auch noch fangen. Man ist eigentlich meistens immer gezwungen, irgendeinen Typ zu haben.
der fliegen kann. Vor allem hier ist es ziemlich groß. Hier ist die Region ja wirklich groß. Vor allem später, wenn man dann die zweite noch mit freigeschaltet hat, dass so begehen kann. Und Pokémon Link Show, ja, wo du siehst. Ja, ich habe verloren. Ich dreh durch. Ja, ich öffne die Nummer noch. Das ist ja sehr sympathisch. Erstellt so einen Pokédex. Ich habe einen heißen Tipp für dich. Wanderer Tom auf Route 33 ist sehr freundlich. Er ruft dich an, wenn er seltene Pokémon sieht. Ja, den haben wir ja schon in unserer Kontaktliste. Ich wurde da unten zu einem Kampf herausgefordert. Da unten herrscht raue Sitten. Sei auf der Hut. Ja. Dann sind wir einfach durchgegangen unter der Erde. Namenbewerter. Möchtest du einen Spitznamen bewerten lassen? Ja, hier kann man den Namen ändern. Also, wer Interesse hat, irgendein Pokémon von mir den Namen zu ändern, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich überlege es mir dann, ob ich das ändern lasse, wenn er mir besser gefällt, weil sowas wie Rauper, ne? Oder Rebello zum Beispiel. Okay, doch, der ist nicht so schlimm. Oh, naja. Dann kann der Pokémon sind wieder topfit. Komm, jetzt ist vorbei. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu lang war. Auch nicht so informativ, weil ich wollte das wenigstens einmal zeigen, ob wir später wahrscheinlich eh nochmal hinkommen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Nightmare. Ciao.